Ich bin Regeln gewohnt. In Deutschland gibt es Regeln. Es gibt so Regeln, die keine Gesetze sind, aber so verinnerlicht. Alle halten sich dran. Zum Beispiel, wenn man irgendwo warten muss. Wenn es einen Schalter gibt mit Warteraum. Deutsche sind Warte-Weltmeister. Ja, ihr habt mich richtig trainiert. Ja, das erste Coole, was Deutsche machen, ist, Schalter macht um 8 Uhr auf, ihr seid um 7.30 Uhr da. Ja, 7.30 Uhr, aber ihr seid nicht der Einzige. So, mit euch warten schon 15, 16 andere Deutsche. Warten, dass der Schalter aufmacht. Schalter hat noch nicht auf, also muss man im Warteraum warten. So, ja, ihr wisst, wie Deutsche sind. Man redet nicht miteinander, man setzt sich einfach nur hin. Ja, und jetzt kommt das Bemerkenswerte. Der Schalter hat noch nicht auf. Die Leute haben kein Wort miteinander geredet. Trotzdem gibt es schon eine innere Reihenfolge. Ja, du weißt ganz genau, ich kam nach der mit dem gelben Shirt. Oh ja. Nach mir kam der Mann mit der Brille, dann kam die Frau mit dem Koffer. Man muss sich immer merken, wer nach einem dran ist, ja. Weil wenn sich jemand vordrängelt, so kann man Zeuge sein. Das ist voll wichtig fürs System. Weil Vordrängeln in Deutschland ist tabu. Vordrängeln ist verboten. Oder wie wir sagen, Vordrängeln ist haram. Machst du nicht wahren. Kommst du direkt in die Hölle. Jetzt macht der Schalter auf, die Leute aus dem Warteraum gehen alle in die Schlange. Jeder steht genau da, wo er stehen muss. Ohne sich abgesprochen zu haben. Das gibt's nur in Deutschland. Und Deutschland ist für mich auch das sozialste Land auf der ganzen Welt. Plötzlich kommt jemand mit Rollstuhl, alle gehen zur Seite. Alle. Oh, mit Rollstuhl, gehen Sie bitte vor. Gehen Sie bitte. Hallo, hier ist jemand mit Rollstuhl. Sehen Sie das nicht? Gehen Sie zur Seite. Ich liebe das. Verändert das nicht. Weil wenn ich in Marokko bin, bin ich der Deutsche. Ich reg mich nur über Marokkaner auf. Wir machen nur Fehler beim Einreihen. Also erstmal, wenn es bei uns einen Schalter gibt, der um 8 Uhr aufmacht. Wir sind nicht um 8 Uhr da. Auch nicht 7.30 Uhr, wir sind 10 da. Ja, weil wir wissen, der Typ vom Schalter ist auch Marokkaner. Der kommt selber zu spät. Und am Anfang sieht eine marokkanische Schlange aus wie eine deutsche Schlange. Der erste kommt, reiht sich ein, cool. Der zweite kommt, stellt sich dahinter, brav. Der dritte dahinter, ordentlich. Der vierte kommt mit Rollstuhl. Der fünfte überholt schnell den vierten mit Rollstuhl. Der vierte im Rollstuhl guckt sich um, denkt sich, scheiße, der steht auf, läuft los. Er denkt sich, dieser Trick mit Rollstuhl hat heute nicht geklappt. Der sechste kommt, stellt sich dahinter. Der siebte kommt, stellt sich dahinter. Der achte kommt, guckt sich die Schlange an und denkt sich, voila, die Schlange ist ein bisschen zu lang. Ich mache meine eigene Schlange hier. Wallahi, er zieht das durch. Die Leute aus der alten Schlange so, hey Bruder, hier ist die Schlange. Ich will dich nur was fragen. Hallo, Sabi, ist meine. Der Horror.